Die Erde. Ein Planet voller Leben. Geprägt von einsamen Naturparadiesen und wimmelnden Metropolen. Zwischen vielfältigen Technologien und faszinierenden Lebensformen. Scheinbar voneinander getrennt sehen sich Natur und Technik mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert. Stichworte wie Energieeffizienz, Fortbewegung und Werkstoffe finden sich in beiden Bereichen. Auch heute noch können wir vom Ideenreichtum der Natur profitieren, die durch Jahrmillionen der fortschreitenden Anpassung vielfältige Lösungen bietet. Genaues Beobachten und Verstehen führt zu neuen Erkenntnissen, die sich der Mensch zunutze macht. So entsteht aus der Vereinigung von Biologie und Technik die Wissenschaft Bionik. Schon immer faszinierte die Natur den Menschen. Einer der bekanntesten Beobachter der Natur wurde 1452 in Anciano bei Vinci geboren. Leonardo da Vinci ging als geistreicher Erfinder und begnadeter Künstler in die Geschichte ein. Der Zeitgeist der Renaissance spiegelte sich in seinen vielfältigen Interessen wider. Kunst, Philosophie, tierische und menschliche Anatomie sowie seine Mechanik machten ihn berühmt. Außerdem entwickelte er erste Konzepte für Flugmaschinen. Alles, was er dafür tat, war einmal mehr den Blick auf die Natur zu richten und sie als Inspiration für neue Ideen zu nutzen. Ihm folgten weitere große Namen wie Otto Lilienthal, die Gebrüder Wright, Gustav Eiffel und Joseph Paxton. Doch erst im 20. Jahrhundert wurde aus der Bionik eine eigene Wissenschaftsdisziplin. Das Kunstwort Bionik setzt sich aus Biologie und Technik zusammen und verdeutlicht so bereits den Grundgedanken dieser Wissenschaft. Von der belebten Natur zu lernen, um Technik zu verbessern. Bioniker verknüpfen dabei die Naturwissenschaften mit den Ingenieurswissenschaften und kombinieren so verschiedene Disziplinen. Der Kern der Bionik ist das Verstehen des biologischen Vorbilds und die Übertragung des Prinzips auf die Technik. Dabei gibt es zwei Vorgehensweisen. Beim Bio-Push-Prinzip wird eine interessante Entdeckung in der Natur gemacht. Nachdem das Prinzip verstanden wurde, erfolgt seine Abstraktion. Anschließend wird die technische Umsetzung erarbeitet. Die zweite Arbeitsweise wird Techno-Pull genannt. Im Vordergrund steht dabei ein technisches Problem. Für dieses wird in der Natur nach Lösungsansätzen gesucht. Das geeignetste Vorbild wird anhand verschiedener Kriterien ausgewählt. Mit passenden Analyseverfahren wird das Funktionsprinzip erarbeitet. Wurde dieses erfolgreich verstanden, folgt die Abstraktion und die anschließende technische Umsetzung. Tauchen wir nun ein in die faszinierende Welt der Bionik. Gegenstände, die sich dauerhaft unter Wasser befinden, wie zum Beispiel der Rumpf eines Schiffes, werden von Kleinstlebewesen besiedelt. In unseren Breitengraden vor allem von Seepocken, Miesmuscheln und Algen. Dadurch wird der Wasserwiderstand des Bootrumpfes stark erhöht. Das Schiff benötigt infolge mehr Treibstoff. Gifthaltige Rumpfanstriche verhindern dies, indem die Lebewesen abgetötet werden. Allerdings lösen sich die Giftstoffe im Meerwasser und gelangen so in die Umwelt. Mit dem Techno-Pull-Ansatz wird ein Organismus gesucht, der im Wasser lebt und nicht bewachsen wird. Pinguine weisen keinen starken Bewuchs auf, da sie sich durch regelmäßiges Putzen ihr Gefieder sauber halten. Eisbären verfolgen dieselbe Strategie. Auch Seelöwen reinigen ihre Körperoberfläche selbst. Knochenfische sind von einem Schleimfilm umgeben, der sie vor Bewuchs schützt.
Die Haut des kleingefleckten Katzenhaies ist ebenfalls frei von Bewuchs. Da dieser sich nicht aktiv vom Bewuchs befreit und als Knorpelfisch nicht von einem Schleimfilm umgeben ist, wurde der Hai als biologisches Vorbild gewählt. Nun muss der genaue Aufbau der Haihaut untersucht werden, um das Wirkprinzip zu verstehen. Wissenschaftler der Hochschule Bremen haben die Besonderheiten der Haihaut analysiert. Dann haben wir ihn zunächst mal einfach ganz normal lichtmikroskopisch untersucht, um zu sehen, wie sieht das an der Oberfläche aus, was kann das Phänomen sein. Und haben da schon gesehen, dass über die gesamte Körperoberfläche des Tieres kleine, feine Zähnchen ausgebildet sind, sogenannte Dentikel. Also nachdem wir im Lichtmikroskop gesehen haben, dass es kleine Zähnchen sind, war die Auflösung noch nicht gut genug und wir sind damit ins Rasterelektronenmikroskop gegangen. Dort war dann ziemlich schnell deutlich, dass diese Zähnchen an kleinen Stielen in die Unterhaut eingelagert sind. Das heißt also, wir haben eine Konstruktion mit einer relativ weichen Verankerung einzelner harter Elemente, die in der Unterhaut implementiert sind. Was wir in der Bionik ja häufig machen, damit wir es besser begreifen können, erstellen wir uns vergrößerte Modelle. Und das haben wir hier genauso getan. Und was man, glaube ich, ganz schön sieht, ist diese Riefelung an der Oberfläche. Dass also die einzelnen Aspekte hier, die einzelnen Zähnchen halt eben nicht glatt sind, sondern sie haben entsprechende Riefeln, immer in Körperlängsrichtung, also von der vorderen Schnauzenspitze bis zur Schwanzspitze, immer gleich parallel ausgerichtet. Und man sieht hier sehr schön, es gibt also hier Berge und es gibt Täler und diese Abstandsverhältnisse, sowohl zwischen den beiden Peaks als auch die Tiefe dieser Täler, ist funktionsbestimmt. Das war der eine Aspekt, der hier wichtig war. Und der andere Aspekt ist genauso wichtig, nämlich, dass diese Zähnchen gegeneinander beweglich sind. Das heißt also, sie sind zwar aus sehr hartem Material, sehr steif, sehr fest, eben Dentin, aber sie können sich gegeneinander bewegen. Und das tun sie immer dann, wenn das Tier schwimmt. Und diese beiden Aspekte, die entsprechende Oberflächenrauigkeit plus die Beweglichkeit, die Elastizität, das waren die funktionsbestimmenden Parameter, also Eigenschaften, die wir gebraucht haben, um daraus hinterher eine künstliche Haihaut zu generieren. Also das Abstrahieren von biologischen Strukturen ist jetzt wirklich die große Kunst in der Bionik. Natürlich sind wir nicht in der Lage, es eins zu eins zu übertragen. Das ist auch nicht die Idee, sondern wir müssen tatsächlich die Wirkkomponenten erstens begreifen und dann auf irgendeine Art und Weise überführen, übertragen, letztendlich nachahmen. Und was wir getan haben, ist die beiden Wirkkomponenten Elastizität und Rauigkeit tatsächlich in einen Unterwasseranstrich zu überführen. Dabei kommt die Elastizität aus dem Matrixmaterial. Das deutet bereits an, es ist also ein Mehrkomponentensystem. Und die zweite Komponente, die da hineingerührt werden muss in unserem Mehrkomponentensystem, ist jetzt ein Granulat, das im Erstarrungszustand an der Oberfläche diese Rauigkeit generiert. Was wir dadurch nicht erreichen können, ist diese Parallelorientierung, also die langen Rillen quer oder längs über den gesamten Körper. Aber das brauchen wir auch nicht, um Seepocken davon abzuhalten, sich an der Oberfläche anzusiedeln. Wir haben entsprechende Testoberflächen mit unterschiedlichen Konfigurationen belegt und sind dann in die Nordsee und haben dort mit Testplatten ausgelagert für 6 Wochen jeweils, mehrfach geborgen, um zu sehen, was passiert, also ein Monitoring durchgeführt. Und am Ende von 6 Wochen ist das, was rauskommt bei einer unbeschichteten Platte, ein solcher Bewuchs. Im Gegenzug dazu unsere beschichtete, also nach Haihaut-Vorbild beschichtete Platte, ebenfalls an der gleichen Stelle für 6 Wochen ausgelagert. Also alle Versuchsbedingungen gleich gehalten und hier sieht man sehr schön 0 Seepocken. Und es funktioniert schon recht schön im Do-it-yourself-Bereich, eigentlich mit einer sehr, sehr hohen Präzision. Das heißt also 80-90% Bewuchsfreiheit haben wir. Dort, wo sie Seepocken anhaften konnten, liegen sie nur sehr locker auf. Wenn das Schiff aus dem Hafenbecken ausgeht und ein bisschen Fahrt aufnimmt, werden sie abgespült, einfach durch die Reibungskräfte des Wassers. Die Idee ist aber natürlich, letztendlich an die großen Schiffe ranzukommen, an die Tanker, an die Container, eigentlich auch an die Kreuzfahrtschiffe, die ja die Weltmeere befahren, mit sehr, sehr großen Unterwasseroberflächen. Und hier bedeutet einfach ein leichter Bewuchs von wenigen Millimetern schon eine Zunahme an Treibstoff, um die gleiche Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten, von bis zu 25%. Und da müssen wir uns darauf einstellen, dass wir eben jetzt nicht mehr mit Pinseln und Rollen in den Rumpf rangehen. Das macht keiner mehr. So 300 Meter langen Containerfrachter von Hand wird eben nicht mehr eingepinselt, sondern da wird mit Druckpistolen gearbeitet. Und diese Druckpistolen sorgen jetzt dafür, dass das Granulat, was bis dato wunderbar funktioniert hat, eben diese Behandlung nicht überlebt. Und wo wir gerade dran sind, ist tatsächlich, das bis dato verwendete Granulatmaterial auszutauschen gegen ein mechanisch wesentlich stabileres Material und dennoch dafür zu sorgen, dass es die gleichen Eigenschaften hat, sprich die gleiche Rauigkeit einstellt, die gleiche Anbindung an die Matrix beibehält, nicht da ausgewaschen wird oder ausgerieben wird. Und das sind die Probleme oder die Herausforderungen, denen wir uns im Augenblick hier stellen müssen. Schiffe mit neuem Rumpfanstrich reduzieren den negativen Einfluss auf die Umwelt. Dies zeigt,
dass Organismen aus dem Wasser neue Erkenntnisse für die Bionik bereithalten. Werfen wir jetzt einen genaueren Blick auf die Erde. Bienen sind kleine, unscheinbare Insekten mit einer großen Bedeutung für den Menschen. Es gibt eine große Vielfalt von Bienenarten. Manche davon leben allein, wie zum Beispiel die Wildbiene. Andere bilden kleine Gruppen oder große Staaten. Dazu zählen die Honigbienen. Auf dem Streifzug von Blume zu Blume sammelt sie Pollen, welche sie zur Ernährung der Larven benötigt. Doch wie schafft es die Biene, so viel Pollen gleichzeitig zu transportieren? Da sich die Pollen hauptsächlich an den Beinen ansammeln, könnte hier die Antwort zu finden sein. Zur Untersuchung der Beinstruktur begeben wir uns in ein Labor für Oberflächenanalyse. Zuerst müssen die Beine der Biene für eine genauere Betrachtung präpariert werden. Aufgrund der geringen Größe muss dies unter starker Vergrößerung erfolgen. Mit einem scharfen Skalpell werden die Beine vorsichtig vom Körper abgetrennt. Anschließend werden die Beine auf Probenhalter aufgeklebt. Diese werden in ein Spattergerät gelegt. Nach Einschalten der Maschine wird darin ein Vakuum erzeugt. Im Vakuum werden die Proben mit einer hauchdünnen Goldschicht überzogen. Diese Beschichtung ist für eine Analyse unter dem Raster-Elektronenmikroskop notwendig. Durch die Verwendung von Elektronenstrahlen ermöglicht diese Art von Mikroskop eine höhere Auflösung als herkömmliche Lichtmikroskope. So können Strukturen von der Größe eines millionsten Millimeters sichtbar gemacht werden. Die komplexe Bedienung erfordert dabei Fachwissen. Die Probenhalter werden nun auf einem Probenschlitten festgeschraubt. Dieser wird in die Vakuumkammer des Raster-Elektronenmikroskops montiert. Am Computer werden die Bilder genauer betrachtet. Es wird nach Besonderheiten der Beine gesucht, die mit dem Pollensammeln in Verbindung gebracht werden können. Dabei fällt auf, dass das ganze Bein mit feinen Härchen ausgestattet ist. Bei genauerer Betrachtung der Härchen fallen verschiedene Haarformen auf. Es zeigen sich drei unterschiedliche Haartypen: dünne Härchen mit Verzweigungen, dicke, unverzweigte Härchen und Härchen mit verbreiterten, abgeflachten Enden. Andere Forschungsgruppen konnten zeigen, dass die verschiedenen Haarstrukturen zum Sammeln von Pollen unterschiedlicher Größe dienen. Im Gegensatz zu Bienen weisen die Beine von Wespen deutlich weniger und unverzweigte Härchen auf. Wespen jagen andere Insekten und benötigen deshalb keine Strukturen zum Sammeln von Pollen. Durch unterschiedliche Haarstrukturen wie bei den Bienen ist es möglich, verschiedene Partikelgrößen zu fixieren. Nach einer erfolgreichen Abstraktion kann das neu gewonnene Wissen zur Verbesserung von chemiefreien Reinigungsmethoden dienen. Dies zeigt, dass auch Organismen an Land neue Erkenntnisse für die Bionik bereithalten. Jetzt heben wir ab und begeben uns in die Luft. Das Fliegen war für Menschen schon immer eine faszinierende Fähigkeit. Heutzutage stellen Flugzeuge einen wesentlichen Bestandteil der Fortbewegung dar und sind für das Überwinden langer Strecken nicht mehr wegzudenken. Flugzeuge wurden dabei über die letzten 200 Jahre hinweg immer wieder von Ingenieuren optimiert. Immer leichtere Bauweisen und längere Flugstrecken wurden angestrebt. In einem Punkt jedoch standen die Flugzeugingenieure vor einer ungelösten Herausforderung. Die Ursache des Problems ergibt sich dabei aus dem Prinzip der Auftriebserzeugung.
Durch die Form des Flügelprofils wird die vorbeiströmende Luft abgelenkt. Dies führt zu einem Überdruck an der Flügelunterseite und einem Unterdruck an der Flügeloberseite. Hierdurch ergibt sich eine nach oben gerichtete Kraft, welche Auftrieb genannt wird. Diese Druckdifferenz verursacht eine Ausgleichsströmung an der Flügelhinterkante und Flügelspitze. Durch diese Bewegung quer zum Flügel entsteht bei der Vereinigung in der Luft ein Wirbel, der es der vorbeiströmenden Luft erschwert, ungehindert über den Flügel zu strömen. Dadurch steigt der Widerstand des gesamten Flugzeugs und es wird mehr Treibstoff benötigt. An dieser Stelle lohnt sich ein Blick in die Natur, da Vögel die gleiche Herausforderung bewältigen müssen. Hierfür muss in einem ersten Schritt aus der Vielzahl an biologischen Vorbildern eine Auswahl erfolgen. Zielführend scheint das Betrachten von großen Vögeln, die das Kriterium des langen Gleitfluges erfüllen. Aasgeier stellen ein vielversprechendes Beispiel dar. Im Gegensatz zu kleineren Vögeln bleiben sie durch geschickte Nutzung vorhandener Thermik auch ohne einen Flügelstag stundenlang in der Luft. Die sogenannten Handschwingen an der Spitze ihres Flügels spreizen sich im Gleitflug fächerförmig auf. Dies stellt einen Unterschied zur Spitze des Flugzeugflügels dar. Durch eine Strömungsanalyse der Luft um die Handschwingen wird ein Effekt erkennbar. Die nach oben ragenden Handschwingen reduzieren die Strömung über die Flügelspitze und damit die Wirbelbildung. Federn der Flügelspitze bilden folglich durch eine Krümmung eine Barriere für Querströmungen aus. Dieses Prinzip wurde nach weiteren Untersuchungen an Flugzeugen getestet. Dabei stellte sich heraus, dass durch diese geringfügige Anpassung im Reiseflug maßgeblich Treibstoff gespart werden kann. Moderne Flugzeuge werden deshalb stets mit diesem sogenannten Winglet ausgestattet. Inzwischen sind je nach Flugzeugtyp verschiedene Winglet-Varianten entwickelt worden. Dies zeigt, dass auch Organismen aus der Luft neue Erkenntnisse für die Bionik bereithalten. Begeben wir uns nun in die sengende Hitze. Von all den extremen Lebensräumen der Erde nehmen Wüsten mit einem Drittel der Landfläche ein sehr großes Gebiet ein. Jedoch stellen die erschwerten Lebensbedingungen hohe Anforderungen an alle Organismen, die hier leben. Extreme Temperaturschwankungen, wenig Wasser und ein spärliches Nahrungsangebot fordern den Lebewesen einiges ab. Schutz vor Austrocknung und das Sammeln von Wasser sind dabei für das Überleben zwingend notwendig. Die Texas-Krötenechse ist Wissenschaftlern aufgefallen, da sie in der Wüste ohne offen zugängliche Wasserquellen überleben kann. An der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen wurde die Körperoberfläche genauer untersucht. Dabei zeigte sich, dass das Reptil eine multifunktionale Körperoberfläche aus Schuppen und Dornen besitzt. Diese schützt das Tier vor Austrocknung, weil sie wasserundurchlässig ist. Zwischen den Schuppen befindet sich ein feines Kanalsystem. Diese Kapillaren ermöglichen es der Echse, sogar Wasser aus feuchtem Sand aufzusaugen. Ist das Kapillarsystem gefüllt, kann die Echse durch Trinkbewegungen das Wasser über den Mund aufnehmen. Das ganze System basiert dabei auf dem Kapillareffekt. Je kleiner ein Kanal, desto stärker wird die Flüssigkeit durch Oberflächenspannung eingesogen. Bei der Echse ist der Effekt zusätzlich auf eine Sogrichtung beschränkt. Dies erfolgt durch die asymmetrische Anordnung der Schuppenkanäle. Der Durchmesser der Kapillarkanäle ändert sich regelmäßig und die Kanäle sind untereinander verbunden. Die Abstraktion der Wissenschaftler sieht folgendermaßen aus. Die periodisch angeordneten Hindernisse unterteilen die Fließstrecke in unterschiedlich große Kanäle. Die mittleren Kanäle ermöglichen einen Sog der Flüssigkeit entlang einer definierten Strecke. Dabei wird die Flüssigkeit der Randkanäle an den kritischen Punkten abgeholt. Die Geometrie verhindert ein Zurückfließen. Die Arbeitsgruppe in Aachen hat dieses Konzept genutzt, um den gezielten, passiven Flüssigkeitstransport auf verschiedenen Oberflächen zu ermöglichen. Ein gutes Beispiel hierfür ist die pumpenfreie Schmiermittelzufuhr
für Industriemaschinen. Dies zeigt, dass Organismen auch in extremen Lebensräumen neue Erkenntnisse für die Bionik bieten. Genauso allumfassend wie die vier Elemente sind auch die Bereiche, in denen die Bionik angewendet werden kann. So bietet die Natur immer noch ein großes Potenzial für die Bioniker der Zukunft. Folgende Beispiele zeigen einige Bereiche auf.